Brain, ich bin raus. Okay. Okay, also, welcher Teil ist der Kopf? Nee, das ist falsch. Hier ist der Kopf. Würde ich mal sagen. Ja, lass. Der Kopf passt schon, aber. Okay, das sieht aus wie. Naja, so eine Art. Na, ist nur ein Klumpen. Wie sollen wir das hier zusammensetzen? Das sieht eigentlich schon mal ganz gut aus. Irgendwie gehen. So schlecht sieht das nicht aus, ne? Aber ich glaube, das Teil hier ist da unten. Das zweite, genau. Das ist welches? Das hier? Das, was jetzt das dritte ist, ja. Ich kann aber nicht sagen, wo genau es reingehört. Okay, ich glaube, irgendwas bildet sich hier. Ja, kommen wir der Sache näher? Schwer zu sagen, aber die Kontur fügt sich zusammen. Unten sieht es schon ganz gut aus. Das hier das vierte von unten. Das passt das irgendwie da, noch nicht. Glaub ich glaube, das kommt hier hin. Ja, Wimmelbild spielen hilft bei sowas echt ungemein gut. Wobei ich solche Rätseleinlagen ganz ehrlich immer ganz gut finde. Also, es bringt, finde ich, zumindest immer Abwechslung rein. Deshalb finde ich es gut. Besser als Dauergeballer. Ja. Ich weiß noch immer noch nicht, ob das eine gute Idee war. Ich auch nicht, aber ich mag sowas. Was passiert, wenn wir sie aktivieren? Das könnte etwas bizarr werden. Daumen drücken. Ach du Scheiße. Siehst du das auch gerade? Ja. Ach geil, geil, jetzt still. Alles falsch verstanden. Das ist nicht die Heimatwelt der Marka. Die Aliens haben die Marka gefunden wie wir und es breitete sich aus. Es verzerrte sie. Es zog ihre Körper in den Himmel, um die letzte Phase zu erreichen. Oh mein Gott. Der Mond ist die Quelle des Markersignals, nicht die Maschine. Der Mond ist Konvergenz. Die Aliens, sie bauten die Maschine, um den Planeten einzufrieren, den Mond abzuhalten, vollkommen zu werden. Wenn die Maschine abgeschaltet wird, taut alles auf und die Konvergenz geht weiter. Nicht nur hier, sondern überall. Wo die Marker sich ausgebreitet haben. Und das ist der Schlüssel, um alles abzuschalten. Danke, dass Sie die Drecksarbeit erledigt haben. Nein, er wird die Marker auf der Erde anpeilen und uns jagen. Sie verstehen nicht, was Sie da tun. Oh, zuerst habe ich es missverstanden, das stimmt. Aber jetzt ist mir alles klar. Es war nicht nur das Eingreifen der Menschheit, das unsere ruhmreiche Wiedergeburt verhindert hat, sondern auch diese Alien-Maschine. Bleiben Sie von der Maschine weg, Danik. Nein. Und da ich das hier jetzt habe, kann ich sie abschalten. Die Einheimischen dieses Planeten zogen den Tod der Evolution vor.
Ich werde jetzt dafür sorgen, dass die Menschheit nicht den gleichen Fehler macht. Wir alle werden vollkommen sein. Macht schon, tötet sie! Fuck! Was ist das für eine geile Story-Wendung? Er hat die Tür zugesperrt. Ja, hab ich mir auch gedacht. Ich hab keine Ahnung, wo es lang geht. Da draußen. Hier. Sie ist überhaupt nicht direkt hinter uns. Ja, sie muss eine andere Tür nehmen. Die sind im Raum. Ach so, ja, wahrscheinlich. Das heißt, wir haben die ganze Zeit in die falsche Richtung gedacht. Und hey, ich bin... Wir müssen diese Tür schließen. Ah, sie ist schon weg. Ellie, komm schon! Ellie! Das geht nicht! Das bewegt dich zu schnell! Isaac, tu's bitte! Tu's einfach! Jetzt hat die... Isaac! Ich liebe dich! Okay, ich hab nicht E gedrückt. Ich wollte wissen, was passiert. Ich wollte einfach wissen, ob irgendwas passiert. Ja, ich... Ich finde die Story allgemein von Dead Space auch sehr geil, so. Ja, das haben wir, glaube ich, schon öfter vorgestellt, festgestellt. Ja, so mit den Markern, ich finde das eine unheimlich coole Idee. Und ich sag's auch gerne wieder, du müsstest mal bitte hier hochgerannt kommen, du Affe. Ich bin gerade... Verdammt, wie bin ich da vorhin nochmal hochgekommen? Du bist ein Vollidiot. Oh nein. Ich hoffe ja echt, dass die Story noch mit einem Teil 4 richtig zu Ende gebracht wird. Folgt mir. Du gehst hier lang. Dann hier lang. Hier lang. Moment, ich hänge hinten drin. Hinter Rosetta lang. Ja. Bank entlang. Treppe hoch. Hier ist Gas. Hier. Ach. So war. Aber bist du irgendwie blöd gerade oder tust du nur so? Ich weiß nicht, was los ist. Es ist einfach nicht mein Tag heute. Du folgst mir jetzt einfach ganz genau. Ach, ja, so. Wenn ich nicht gleich ins Gas geraten wäre. So, hier. Es tut gerade echt weh. Hier hin. Ja, genau. Und genau das ist mir nämlich dann auch passiert. Dass das Gas sich dann schon ausgebreitet hatte. Du warst zu lang. Ich war zu langsam. Jetzt. So. Nein. Wieso hast du Schuld? Alter, ich laufe jetzt einfach durch. Ich auch. Ich versuch's. Ich find's gut, dass man sterben kann, wenn man zu lange bleibt. Immerhin, ja. So. Lauf. Wir stellen uns wieder an, das ist echt nicht mehr feierlich. Oh, rein, ja. Fehlfunktion der Tür. So. Und diesmal E drücken. Ja. Wir wissen ja, was sie sagt. Warum bleibt sie eigentlich nicht in der Kammer da drin? Ellie, komm schon! Ellie! Ich weiß es nicht. Das bewegt dich zu schnell! Isaac, tu's bitte! Tu's einfach! Isaac! Hey, ich drücke E. Ah, super. Und dann sind wir nur noch zu zweit. Ja. Gas aus! Wir müssen weg! Jetzt! Ich habe nur sie. Das war ihre Mission. Sie wusste besser als jeder andere, wie wichtig das war. Und jetzt müssen wir es beenden für sie! Verstanden! Verstanden! Ja. Dann los jetzt! Isaac, jetzt! Isaac! Wow, fuck. Wo geht's lang? Da, wo kein Gas ist, hoffentlich. Zum Aufzug. Was soll ich noch sagen? Ach ja, und meine Theorie, dass die Marker zur Rettung von dieser Zivilisation gebaut wurden, war ja auch vollkommen falsch. Und wenn meine Theorien widerlegt werden, finde ich das immer gut in Stories. Ja, ich hätte es auch gedacht. Hey!
reißen Sie sich zusammen. Mann, machen Sie jetzt bloß nicht schlapp. Danik ist unterwegs zu der Maschine. Er darf sie nicht abschalten. Dann sorgen wir dafür, dass er nie dort ankommt. Verstanden? Okay. Wie finden wir ihn? Der Eingang könnte überall sein. Santos, sie sagte, die Maschine sei direkt unter dieser Einrichtung. Wir polen unsere Ortungssender auf diesen Punkt, dann kommen wir zu Danik. Jetzt kommen wir also doch ins Finale, glaube ich. Ja, so langsam zumindest. Ja. So. Ich werde es an keiner Bank mehr anhalten. Oh, sind da Gegner? Ich weiß nicht, da kam was hergeschossen. Achso, müssen wir da hinten noch lang? Achso, war logisch. Dann mal los. Der klingt ja so schön. Ja, der hat nochmal seine Marke angeboten. Gebeten. Oh Mann. Ich bin sauer. Aber jetzt finde ich es tatsächlich ein bisschen cooler, dass. Nein, dafür sorge ich, dass ihr das nicht werdet. Vorsicht, Nikos. Ich hab's gesehen. Ah! Fuck, falsche Richtung. Müssen wir lang? Keine Ahnung. Ah, schon wieder so ein Mistviech. Das sieht ungesund aus. Das sieht sehr ungesund aus. Nein! Ich weiß nicht, was ich tun soll. Laden. Ah, ich konnte nichts machen gegen ihn. Wir müssen einfach laufen. Ich war schon tot. Ja, so mehr oder weniger. Okay. Passt mir mit dem Raketenwerfer auf, den die dabei haben. Oh, fuck. Meinst du den? Das kann ich auch. Scheiße, habe ich gar nicht mehr die... Was? Schrotze. Scheinbar nicht. Ich weiß es nicht, ich habe nicht drauf geachtet. Komm zum Aufzug. Ja, ich kann gerade nicht. Komme! Hinter dir! Sehr schön. Hast du den Aufzug gerufen? Verriegelt. Müssen wir wahrscheinlich erst alles klein machen hier. Aber die Schade. Position hier ist gut. Ich glaube, er ist entriegelt. Jetzt ist er da. Ich hätte es cooler gefunden, wenn man hier einfach laufen müsste. Ja. Wäre schon viel cooler, aber ich frage mich, vorhin waren das doch irgendwie viel mehr Necromorphs. Ich habe gerade nur einen gesehen. Ich habe immer noch den Kryobrenner. Ich dachte, ich hätte mir eine Schrotze raufgefriemelt. Findest du den nicht so gut? Er überzeugt mich nicht ganz so. Okay. Ich bin von meinem Scharfschützengewehr einfach so überzeugt schon. Oh, ich sollte vielleicht mal ein Medipack nehmen. Sehe ich das richtig? Mann, hast du geschossen? Wow, yeah. Jetzt bloß nicht schießen, die sehen uns sonst. Wo müssen wir überhaupt hin? Da wo du hinläufst, durchs Feuer. Gut. Auf, lauf, lauf, lauf. Oh fuck. Guck mal! Alles richtig gemacht. Schönste Hackschnitzel.